Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Heavy Rain. Ja, in der letzten Folge haben wir damit aufgehört, uns zu entscheiden, für wer hier zuerst fliegen darf, anscheinend. Und ja, der im Grünen hat doch Geburtstag, weil er hat uns gefragt, ob er jetzt erwachsen ist, also werden wir den Grünen wählen. Ich zuerst! Ach, den linken Stick, okay. Lass uns so. Helikopter! Ich. Dich nehme ich. Okay, Jason, wir machen den Helikopter. Okay, der andere lacht trotzdem noch. Sehr schön. Solange er nicht beleidigt ist. Oh, Helikopter. Oh. Der wird einem ja beim Zuschauen schwindelig, liebe Leute. So. Und jetzt der nächste, bitte. Ich bin jetzt dran, ich will auch mal. X. Hey. Ach, drücken, okay. Oh. So. Okay, Sean, mach dich bereit. Zwei. Es geht los. Oh. Helikopter. Flugzeug meine ich. Mein Gott, mein Gott. Oh, das war knapp. So. Captain, wo wollen Sie hin? Was? Schon aufhören? Nö. Aber gleich. Landeanflug. So, Ende. Los, Dad! Zeig uns, ja, wie stark uns du deine bist. Muskeln! Okay, festhalten. Ausnahmsweise, ja. Oh. Ein Schwertkampf also. Jetzt bist du erledigt. Du wirst für alle deine Untaten büßen, Schurke. Gib auf, Schwächling. Okay. Los geht's. Du schaffst das. Gib auf. Ich bin der Sieger. Ja. Bist du es wirklich? Mal schauen. Da kommen wir kämpfen gegen einen kleinen Junge. Das wäre schon fast unfair, den verlieren zu lassen, oder? Komm schon. Komm, lass ihn gewinnen. Mach jetzt einfach gar nichts mehr und lass ihn gewinnen. Oh nein. Ja, gut. Ja, ja. Nö, er muss gewinnen. Wir müssen doch lieb sein. Oh mein Gott, er ist so gut. Wie er sich freut. Ist auch toll. Kommt ihr rein? Wir kommen! Essen klingt gut, oder? Ah, anscheinend ist der Gute hier nicht so. Der freut sich darüber nicht so. Oh mein Gott, ich habe gegen meinen Sohn verloren. So. Die Mutter hat Essen gemacht. Schon. Da ist noch ein Platz, oder? Es gibt Essen. Ja, aber die... Ich geh ihn holen. Okay, ich habe schon richtig hingestellt. Hä? Der war doch gerade noch bei uns. Und ich soll ihn jetzt holen, okay? Dann ist er wahrscheinlich im Kinderzimmer. So, los geht's. Ah, da steht er ja. Sean? Was ist? Das ist Merlin. Er ist tot. Er ist tot und das ist alles meine Schuld. Aber nein, Sean, es ist nicht deine Schuld. Ich würde alles tun, damit er wieder lebendig wird. Weißt du schon, manchmal müssen Dinge halt leider einfach passieren. Auch wenn man es nicht möchte. Das ist unfair, Dad. So unfair. Ich weiß. Ich weiß.
Oh mein Gott, der Arme. So, was ist jetzt los? Ah, ein Einkaufstag in der Stadt anscheinend. Und die Kinder toben herum. Oh mein Gott, sind sie nicht nett. Oh, ich glaube, ich guck mal eben nach Schuhen für Sean. Passt du auf Jason auf? Wahrscheinlich schaut sie nach Schuhen für sich. Klar, na sicher. Wir bleiben hier. Was, Jason? Komm, Schatz. Jo, wir chillen jetzt eine Runde hier, ne? Na, wo geht er denn hin? Jason! Und da läuft er weg. Jason! Komm schon, Jason. Bleib doch stehen. Jason! Jason! Jason, warte doch mal. Jason! Ach, er will wahrscheinlich zum Clown. Und hier ist ja auch so ein Kindermagnet. So ein Clown. Na du? Wo bist du denn hin? Was ist los? Jason, du darfst nicht einfach so weglaufen, weißt du? Hier drin sind zu viele Leute. Bitte, Dad, kann ich einen haben? Ich hätte so gerne einen. Bitte, Dad, komm. Okay, wir kaufen einen Ballon. Cool. Hey, Großer, wie heißt du? Jason. Welchen Ballon möchtest du, Jason? Irgendwie sieht der Ballon... Der Clown echt so unheimlich aus. Ja, Hauptsache er freut sich, der Kleine. $2, Sir. Jason, warte. Warte auf deinen Dad. Genau, warte auf deinen Dad. Hier. So, $2. Wo haben wir sie denn? Im Hintergrund sehen wir, wie Jason einfach fröhlich weiterläuft. Was haben wir hier? Oh, auch keine $2. Naja, hinten vielleicht. Auch nichts. Da ist noch eine Aktion. Okay. Stimmt so. Ach, gefunden. Perfekt. Jason? Es ist unmöglich, in dem Gedränge Schuhe anzuprobieren. Wo ist Jason? Er war gerade noch da. Nicht. Ich habe ihm einen Ballon gekauft. Und jetzt ist er weg. Einfach weg? Was meinst du mit weg? Du bleibst hier. Ich hole ihn. Bin sofort zurück. Oh. Man hört auch gleich die Hintergrundmusik, wird ein bisschen drastischer. Jason! Dann rufen wir den Jason einfach ein paar Mal mit X. Jason! So, Jason, wo bist du? Warte, hier war eine Aktion. Okay, da unten schnell, ist er. Ich muss sofort nach unten, sonst verliere ich ihn im Gedränge. Komm, rennen. Warum laufst du so langsam? Jason! Hilft doch nichts, wenn du rufst, erst nach unten. Da ist das nach unten. Okay. Jason! Okay, wo war er jetzt nochmal? Jason! Ah, da hinten ist er. Sehr schnell. Lass mich durch. So. So viel Luft gelangt. Scheiße. Oh nein. Jason! Jason! Wo ist er denn hin? Jason! Wo ist er? Komm schon. Jason! Wir haben ihn doch gerade noch gesehen. Jason! Na komm schon. Jason! 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 Na, wo ist denn der hin? Wir hatten doch gerade noch. Jason! Jetzt komm, lass mich doch durch. Jason!
Allein die Musik ist schon so dramatisch, Leute. Jason! Jason! Oben in Wirklichkeit nicht mehr durch. Jason! Na komm schon, Jason, ein bisschen durch. Mit dem Ruf. Jason! Hier ist irgendwas gesagt, aber ich habe nicht verstanden. Jason! 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 Lass mich durch. Jason! Jason! Ah, da vorne ist ein roter Ballon. Schnell! Jason! Lass mich durch. Hey Mann, pass Jason! Ah, da scheint er zu sein. Hey Mann, ist das irre? Perfekt. Jason! Jason, mein Gott! Oh. Scheiße. Jason! Ah, da, da. Schnell. Jason! Oh, lass mich doch Jason. Durch. Oh mein Gott, laufen alle wie gekloppt hier. Jason! Komm. Jason! Alter, komm, geht mir doch aus dem Weg, bitte. Jason! Ja, wo ist er jetzt hin? Ah, da auf der Straßenseite. Jason. Hey Mann, hast du ein Problem? Scheiße. Ja, Scheiße. Auf deiner Straßenseite, bist du blind? Jason! Dad! Jason, nein! Jason! Jason! Oh mein Gott, nein! Nein! Nein, Jason, oh mein Gott! Oh mein Gott. Ach du Scheiße, liebe Freunde. Wer hätte jetzt damit gerechnet?
2 Jahre später. So. Hier stehen wir also mitten im Regen. Hey, Sean. Hey, Dad. Sehr bedrückte Stimmung hier. Anscheinend ist nichts mehr so, wie es war. Aber wir steigen jetzt am besten erstmal ein. Schauen wir erstmal zum... Na, wir schauen uns jetzt mal an, okay? So, sehen wir schon. 2 Jahre später und anscheinend ist er immer noch sehr bedrückt. Naja, erstmal Mutter machen. Und den Gang einschalten. Okay, ja, 2. So, wir sind anscheinend zu Hause angekommen. Aber es ist nicht mehr unser altes Zuhause. Ja, erstmal den Fernseher an. So muss es sein. Unsere Gedanken. Grace, unsere Frau. Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Oh. Anscheinend haben sich die zwei getrennt. Was denkt er denn noch so? Snack. Zeit, einen Happen zu essen. Vielleicht hat Sean Hunger. Ja, fragen wir ihn doch am besten, ob er Hunger hat oder nicht. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Schule? Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Er ist anscheinend genervt. Was gibt's denn sonst noch so? Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Erstmal fragen wir ihn, ob er was essen will. Möchtest du vielleicht was essen? Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Ja. Dann schauen wir mal in die Küche und lassen den Kleinen noch ein bisschen Fernsehen schauen. Was gibt denn der Kühlschrank her? Was hätte er denn gerne? Also ja, nee. Ich bin ja für die Pizza. Ich wollte eigentlich die Pizza anschauen. Okay, schütteln wir erstmal ein bisschen. Ja. Wenigstens ist der Arzt. Der O-Saft ist uns treu geblieben. So. Was gibt denn so die Küche her? Nee, nicht jonglieren, nee. Ich dachte schon.
Legen wir mal wieder rein, mal schauen. Was haben wir denn sonst noch so? Ne, ich will gar nicht raus. Halt doch, was zum Essen machen jetzt? Anscheinend ist das jetzt hier unser neuer Garten. So, probieren wir nochmal einen Korb zu machen, ne? War das jetzt ein Korb? Ich weiß es nicht. Holen wir dann nochmal. Zack. Nein, zack. Oh, der war daneben. Aber der davor war bestimmt ein Korb. Na komm, leg den Ball wieder hin. Hier sollte mal dringend Terrassen gemäht werden. So, ich will wieder zurück nach drinnen. Es regnet ja auch und er hat gar keine Regenjacke an. Da lang bitte. Nicht zum Nachbar. Jetzt halt. So, was gibt denn so die Küche? Nein. 16.30 Uhr Snack, 18 Uhr Hausaufgaben, 19 Uhr Abendessen und 20 Uhr Schlafenszeit. Okay, wie viel Uhr haben wir denn? Hier war eine Uhr. Es ist jetzt 6, viertel vor 6, okay. Die Hausaufgaben sollten schon lange erledigt sein. Nee. Aber er sollte gleich anfangen mit Hausaufgaben, aber erstmal wird jetzt hier ein Snack gemacht. Was will er denn? Was geben wir denn? Gesundheit. Da unten sind wahrscheinlich Medikamente, oder? Oh. Wenn er meint. Ja, komm, geben wir jetzt einfach mal so ein Müsli-Segel. Ist doch was Feines. Dann sagen wir schon, dass hier irgendwas haben, was anzieht oder so. Weil er hat gerade genießt. Hier schon, was zu essen. Danke, oh. Dad. Da freut er sich. Und was denken wir denn noch so? Wir haben noch Zeit. Wir kümmern uns später um die Hausaufgaben. Okay, wie du sagst. So, hocken wir uns auch mal dazu. Na, Kumpel. Oh, schmeckt nicht. Nein, ich wollte sitzen bleiben. Komm schon, bleib hocken. Hock dich hin. So, jetzt hat. Lon, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen fernsehen. Wir machen sie später, okay? Was läuft gerade zum Fernseher? Ja, okay. Nee, die machen wir jetzt. Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Das sollte ich aber nicht so streng sagen. Okay, er hilft ihm. Ich hab's euch gesagt. So, komm in die Küche. Lass uns Hausaufgaben machen. Ah, schön, du hast Licht angemacht, dankeschön. Was dazu. So schon. Dann zeig mal her. Nein, ich wollte sitzen bleiben. Komm schon. So, dann machen wir jetzt also mit dem lieben Sean Hausaufgaben. Wir wollten ihm helfen. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, das ist wirklich eine sehr dramatische Folge Heavy Rain. Der liebe Jason ist leider ums Leben gekommen. Und ja, anscheinend hat es unseren lieben Ethan sehr mitgenommen. Er hat seinen Job verloren.
Er hat sich von seiner Frau getrennt. Ja, ich weiß gar nicht, was ich gut euch dazu sagen soll. Es war auf jeden Fall sehr packend, das zu spielen, und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Es hat euch vielleicht auch ein bisschen mitgenommen wie mich. Ja, dann würde ich sagen, man sieht sich in der nächsten Folge. Euer Upperclass.